Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und im letzten Part sind ganz viele Kinder gealtert und ja, es geht jetzt direkt weiter. Ich sehe nicht so toll aus, aber das haben wir in letzter Zeit öfter und das wird wahrscheinlich in nächster Zeit noch öfter passieren. Deswegen akzeptieren wir das jetzt einfach, dass das so ist. So, wir gehen natürlich jetzt daran, dass die Kinder hier noch weiter ihre ganzen Sachen lernen. Die sind ja schon relativ weit gekommen, finde ich. Sie kann hier den Teddy noch ein paar Mal umarmen. Wie ist sie da reingekommen? Ich dachte, es wäre abgeschlossen gewesen. Hatte ich das nicht abgeschlossen? Muss ich da mal kurz raus teleportieren, weil sonst funktioniert das hier nicht. Hierhin bitte. So, wie sieht es denn mit euren Fähigkeiten aus? Du hast auf jeden Fall Level 3. Du hast auch Level 3 in der Fähigkeit. Du hast doch gar keine Fähigkeit. Es ist Dienstag. Du könntest jetzt noch was tun in deinem Leben. Du könntest immer Hausaufgaben machen und überhaupt erstmal eine Fähigkeit erwerben. Nehmen wir Charisma. Weil dann kann er sich einfach vor einen Spiegel stellen nachher. Dann macht er Hausaufgaben, dann geht er auf Klo, dann geht er was essen und dann kann er sich vor einen Spiegel stellen hier und kann eine Rede üben. Wie sieht es mit den Kids aus? Der ist Level 4 schon. Super. Sie hat noch nicht ganz Level 4, aber das erreicht sie ja auch. Sie muss eh erst nochmal Zweierschülerin werden. Das hat sie mich auch noch nicht geschafft. Okay. Und die sind auf einem guten Weg auch. Er ist halt irgendwie nicht so müde. Deswegen, keine Ahnung, kann er halt eventuell ruhig die ganze Nacht durchmachen, um sein Level hier zu erreichen. Mir ist es egal. Hauptsache, er lernt. Heute ist Winterfest. Das habe ich irgendwie... Irgendwas hatte ich im Kopf, aber... Es ist Winterfest. Ich meine, Weihnachten ist für uns erst in, ich glaube, 10 Tagen, oder? Wenn das rauskommt. 10? Ist das, stimmt das? Warte, ich guck nach. Jo, 10 Tage. Aber ich finde, es ist schon okay, dass wir jetzt schon Weihnachten feiern mit unserer Family. Oh, ich will das Süße haben. Ich will einen Baum. Eigentlich haben wir das in der 100 Baby Challenge ja nicht, aber irgendwie fände ich das jetzt sehr, sehr schön. Wir nehmen den mit so ein bisschen Schnee. Und, oh, der passt sogar hier hin. Ich glaube, wir packen den hier halt in den Flur. Dann können die den morgen schmücken. Oh, das wäre voll süß. Dann sehen wir Väterchen Frost auch mal wieder. Den habe ich vermisst, ja. Wir haben mit dem ein Kind gezeugt. Ich weiß nicht, waren das mehrere Kinder geworden? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, welche Kinder es jetzt waren. Es ist schon doch eine Weile her, ne? Hier Part 16. Vor 4 Monaten. Alter, das ist schon eine Weile her. Kann man nicht anders sagen. So, er hat Level 3 auch erreicht. Cool. Dann kann er auch aufhören damit und dann kann er vielleicht doch nochmal schlafen gehen. Das Winterfest. Und das Erste, was wir halt machen, Dekoration anbringen. No. So, und Mutti, die kann auch direkt ein Festmahl kochen. Oh, voll schön. Wir nehmen ein festliches Frühstück. Warum kommt sie nicht daran? Als will sie schon wieder irgendwer essen nehmen. Wisst ihr was? Wir machen das ganz einfach. Wir setzen den Kühlschrank einfach zurück. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Nein, du isst nichts. Hör auf, lass mich jetzt kochen. Dann essen wir alle gemeinsam was, ja? Das ist doch viel schöner. Oh, wie süß, sie mag 4 von 5 Traditionen, ey. Weil familienbewusst ist, alles wegen familienbewusst, wow. Ey, warum nimmst du dir Essen? Naja, ich kann sie jetzt ja auch schlecht dran hin. Also ich kann sie natürlich sagen, mach das nicht, aber... Anscheinend wollt ihr kein leckeres, festliches Frühstück haben von eurer Mama, ja? Ihr gebt sich so viel Mühe in ihrem Leben und ihr dankt ihr nicht. Ihr esst einfach dieses komische Sandwich von vor 3 Tagen, weißt du? Und sie isst es dann noch nicht mal. Doch, okay, ich dachte schon. Also holt sie das raus und dann isst sie es nie. Oh, das sieht nicht so lecker aus. Das müssen wir säubern, aber machen wir später. Wir essen dann gleich erstmal in Ruhe mit unserer Family. So, und das stellen wir jetzt auf den Tisch hier und dann zum Fest mal rufen. Ja, die nehmen sich auch noch was. Ich meine, sie ist halt schon sehr schlank. Da kann man ruhig mal eine Portion mehr essen. Das ist kein Skinny-Shaming, Leute. Sorry, falls das jetzt so rüberkommen sollte, dass das irgendwie schlecht wäre. Aber es ist Sims, okay? No, voll schön. Alle sitzen am Tisch, außer halt die kleinen Kinder. Aber das ist auch okay. Oh, das ist so süß. Das ist ein sehr, sehr schönes Family-Leben. Und dann auch mit der Pride-Flagge und so. Oh. Diese Familie ist einfach schon ziemlich schön. Also, es ist sehr chaotisch und so, aber ich finde es schön, dass sie auch so trotzdem alle miteinander gut klarkommen und so. Jetzt ist halt draußen leider sehr, sehr kalt, sonst würde ich sie jetzt mal aufs Laufband schicken.
Denn, wie gesagt, wir hatten ja geklärt, dass sie sich ja zurzeit vielleicht nicht so wohl fühlt in ihrer Haut, weil sie ja doch sehr, sehr stark zugenommen hat, auch aufgrund ihrer Schwangerschaften wahrscheinlich, besonders deswegen wahrscheinlich. Und ja, wir wollten ja, dass sie ein wenig abnimmt. Aber sie hat jetzt eher schon wieder was drauf, weil sie jetzt ja länger das nicht machen konnte und so. Und jetzt gerade kann sie eh nicht schwanger werden, deswegen, ja. Wir säubern erstmal den Herd. Wir haben auch Post bekommen, da gehen wir auch dann noch gleich ran. Oh, nach Winterfestgeschenken sehen, wie süß. Lass das dann da so stehen. Ich habe das irgendwie, habe ich das immer nicht so in Erinnerung, was so alles so machbar ist und so in Sims 4. Weil ich meine, es ist zwar dieselbe Interaktion wahrscheinlich wie Post bekommen, aber allein, dass die Interaktion so heiß, finde ich, ist total schön. Yeah, 21 Tantiemen. Das ist schon krass, oder? Melody hat von Ilona folgendes Geschenk erhalten. Ein Soulstar Sportposter. Okay. Von Ilona auch noch, okay. Ah! Sachen zum Verkaufen. Das sind zwar die ganzen Geburtstagsgeschenke und keine Weihnachtsgeschenke, aber das ist ja egal. Wir genießen den heutigen Tag einfach mal. Ich möchte, dass wir alle zusammen dekorieren. Schneeflocken in Weiß und Gold. Mit allen, bitte. Und sie fängt erstmal an zu zeichnen, okay. Aber kann sie auch immer noch später machen. Ich meine, es ist das Fest der Liebe. Und da kann man doch mal mit der Familie ein bisschen was, ne? Und so hier zusammen sein. Oh, wie schön. Ich liebe diese Interaktion so sehr. Mit meiner Legacy Family mache ich das auch immer so, dass ich das, wenn Weihnachten ist und so, ich mache immer alle Feste so krass und so, weil ich finde das so schön. Ich liebe das. Also da hat Sims 4 auf jeden Fall was Gutes gemacht hier. Popcorn, Preiselbeeren. Okay, wir nehmen das. Macht schön weiter, ihr. Es ist wichtig. Oh. Mann, ich bin so glücklich. Ich liebe das so sehr. Ich finde es so schön, dass der Familie auch mal so zusammenfindet. Auch wenn nicht alle ihre Kinder da sind. Okay, es ist auch ein bisschen komisch. Also, es wäre schon krass, wenn 32 Kinder auf einmal da wären, aber. Oh. Hatsch möchte vorbeikommen. Kann er gerne tun. So, und dann dekoriert ihr weiter. Wir sind hier nicht vorbei. Wir sind nicht vorbei hier. So, und dann dekorieren wir noch die Spitze mit Weiß und Gold. Die Kinder machen da nicht mit. Die kommen da wahrscheinlich nicht dran und deswegen. Aber das ist dann das Letzte, was wir noch machen. Und ich hatte, glaube ich, noch nie so einen schönen Baum in Sims. Ganz ehrlich, ich finde die Farben und so voll schön. Oh, das ist so schön. Ich liebe diese Familie so sehr. Dieses Familienleben kommt ja eigentlich immer nicht so durch in der Challenge. Und es ist so schön, dass das Winterfest jetzt dieses Jahr so schön geworden ist. Oh. Später fragen wir auch mit allen Kindern bei Väterchen Frost. Auf jeden Fall. Wir legen jetzt noch einen Geschenkeberg drunter. Oder nee, das macht er später auch, ne? Ein Geschenkeberg. Machen wir das dann. Weil wenn ich das jetzt hier da hinlege, wäre halt auch ein bisschen komisch. So. Der Weihnachtsmann, der macht das. Ich werde auch definitiv vor diesem wunderschönen Baum mein Thumbnail machen. Ich werde alle dazu packen und so. Oh, das wird so süß. Ich freue mich so. Und vor allem, sie ist so richtig glücklich. Und das ist. Oh, das ist so süß. Seht sie euch an. Oh, Bibi. So, die beiden gehen jetzt im Kugelbad spielen. Gehen dann einmal rüber durch die Kälte. Vielleicht sollten die sich da einmal umziehen. No. Ich finde das gerade alles so schön. Heute ist auch ein Tag, da hat sie auch endlich Zeit für ihre Kinder mal so ernsthaft, weil sonst ist sie zwar Mami und sie kocht und so, aber sie hat nie wirklich Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Und Weihnachten ist dann doch so der Moment, wo sie dann vielleicht doch mal ein bisschen Zeit für ihre Kinder findet. Und das. Ja. Sie liebt ihre Kinder auf jeden Fall alle sehr. All ihre 32 gleichermaßen. Was ich übrigens noch sagen wollte, wenn sie 50 Kinder erreicht, dann wird sie eine Erwachsene und nicht mehr junge Erwachsene, dann hat sie quasi Geburtstag. Denn ich möchte sie, wenn sie 100 Kinder hat, möchte ich, dass sie halt Senior wird und dann irgendwann halt einfach in Frieden sterben kann. Diese Familie ist so bescheuert. So, und jetzt müsste der Weihnachtsmann auftauchen. Und? Also, wir haben noch im alten Haus gewohnt, wo wir mit dem den Techtelmechtel hatten, ne? Ah, da ist er! Wir haben sogar noch ein bisschen
einen Balken miteinander. Ich würde ihn Elternteil aufmuntern. Oh, ich würde gern nach Geschenk fragen. Das machen wir dann mit allen. So, mal, ich bin mal gespannt, was sie bekommt. Ich freue mich schon, wenn alle ihre Geschenke öffnen unterm Baum dann. Oh. Oh, sie freut sich auf jeden Fall. Eine Spielmatte. Oh mein Gott. Okay, wir fragen. Also sie macht jetzt nach Geschenkfragen, auch wenn sie stinkt. Ich hätte gerne ein Geschenk. Oh. Ich glaube, die kleinen Kinder können keins bekommen, oder? Da muss ich es wohl leider lassen, weil... Also, die können zwar danach fragen, aber es passiert nichts. Hi, Weihnachtsmann! So, und dann nach Geschenk fragen. So, und was bekommt sie? Sie freut sich auch, das ist schön. Und sie bekommt... ein Irrlicht. Oh, ich glaube, das ist so eine Pokémon-Karte. Also Pokémon, in Anführungszeichen, aber mit diesen Void-Kreaturen. Leo ist dran. Er fragt nach einem Flugzeug. Gut. So, und jetzt fragen wir nach einem Geschenk. Und dann fehlen noch die drei Großen. Aber das machen die auch. Okay. Und er freut sich auch. Oh, das ist so schön. Er bekommt Chess McFreely. Okay. Hör auf, deine Hausaufgaben zu machen. Du musst zum Weihnachtsmann gehen. Nein! Er geht, oder? Er hat nicht mal einen Geschenkeberg hier dagelassen. Wir fügen jetzt nochmal unseren eigenen Geschenkeberg hinzu. Damit wir jetzt nochmal Bescherung mit allen machen können. Geschenke öffnen mit allen. Das glitscht zwar immer ein bisschen rum, aber... letztendlich öffnet trotzdem jeder sein Geschenk. Und das ist die Hauptsache. So, ich mache erst ein Selfie. Du gehst nicht ins Bett. So, alle sind da. Wer fängt an? Oh, die kleine Maus. Ach, ein versteinertes Seeungeheuer. Was? Oh, alle freuen sich, wie süß. Gewaltiger Trilobit. Okay, was kriegt er? Jazz, Katzen, Schnurrhaare einer vergessenen Vergangenheit. Was zur Hölle? Oh, er ist dran. Ja, ein Irrlicht. Auch. Okay. Liebkosungsduftkerzen. Oh. Die kleine Maus. Die bekommt Seifenblasenflasche. Gewürzfestival. Oh. Staubsaugerroboter. Cool. Das passt perfekt zu uns. Und ein Wandgemälde. Geht jetzt alle einfach schlafen. Oh, bei allen war das Winterfest erfolgreich. Das ist so schön, das zu sehen. Wir gucken jetzt mal in unserem Haushaltsinventar. Also hier haben wir ein Bild. Aber ich behalte das mal im Inventar, weil vielleicht können wir es im nächsten Haus irgendwann mal benutzen. Aber jetzt gerade halt nicht so. Diese Teller können wir alle verkaufen. Ja, wir brauchen keine 12 Stück davon. Dieses Poster würde man eigentlich nur in der Profisportlerkarriere freischalten. Das behalten wir auch. Die können wir halt gerade auch nicht so benutzen, weil wir haben keinen Platz. Das behalten wir auch. Oh, das ist eigentlich voll das coole Bild. Oh, die Kerzen. Vielleicht finden wir noch Platz. Jo, die können wir hier hinstellen. Schön. Das ist nur die Station? Ohne das Ding? Nee, dann kaufe ich das Ganze. Hä, als ob man nur dieses Ding bekommen kann. So, aber der existiert jetzt auch. Der Geister übernachtet schon wieder hier. Was man natürlich nicht bemerken würde oder so. Tschüss, Kinder. Viel Spaß in der Schule. Ja, das kann man auf jeden Fall ganz gut verkaufen, denke ich. Tschüss. Oh, oh, oh. Es hat sich angehört, als wäre es gut. Ja, Zweierschülerin, Einserschüler, Zweier. Cool. Damit kann Kyle ausziehen. Das machen wir beim nächsten Part, würde ich sagen. Denn jetzt, finde ich, ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen. Denn es war so ein schönes Fest und keine Ahnung. Dieser Geburtstag, der muss irgendwie einzeln sein. Keine Ahnung. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.